Herzlich willkommen bei Natur durch das Lernportal Informatik. Die URL des Lernportals lautet https://moodle.informatik.tu-darmstadt.de. Um das Lernportal nutzen zu können, benötigen Sie Ihre TU-ID und das entsprechende Passwort. Zum Login klicken Sie entweder oben rechts auf Login oder vorzugsweise Sie klicken links auf Login mit TU-ID und sparen damit einen Schritt ein. Zur Vorführung klicke ich hier auf Login. Hier erscheint nun eine Login-Maske. Bitte beachten Sie, dass diese Login-Maske hier nur für lokale Kunden ist. Sie müssen sich aber mit TU-ID einloggen. Klicken Sie daher entweder hier auf den grauen Button mit dem Athene-Logo unter zum Login mit TU-ID oder, wenn Sie ein wenig herunterscrollen, auf den Link hier zur Weiterleitungsseite. Hier unten finden Sie ebenfalls einige Informationen zum Login. Insbesondere, dass Sie direkt nach dem ersten Einloggen eine Eingabemaske ausfüllen müssen. Nach dem Klick auf einen der Links erscheint die Login-Seite des Single Sign-On. Wie sehen wir hier? Hier geben Sie Ihre TU-ID sowie Ihr Passwort entsprechend ein. Wichtig, Hinweis, bevor Sie hier jetzt auf Login klicken, sollten Sie sich ein Lesezeichen auf diese Seite setzen. Je nach Browser erfolgt das unterschiedlich. Ich mache dies hier über das Menü. Vergeben Sie einen sinnvollen Namen wie Moodle oder Lernportal und wo das abgelegt wird, klicken Sie dann auf Done. Damit ist dann diese Seite für Sie jederzeit problemlos erreichbar. Sie finden Ihr frisch gesetztes Bookmark dann in Firefox hier über die Buchleiste unter Bookmarks mit dem CAS-Logo des Single Sign-Ons. Geben Sie nun Ihre Login-Daten ein und Sie werden im System entsprechend angemeldet. Als nächstes, wenn dies Ihr erstes Login war, erscheint eine Eingabemaske für die persönlichen Daten wie Vor- und Nachname sowie E-Mail-Adresse. Bitte achten Sie darauf, diese auszufüllen mit Ihren korrekten Daten und speichern Sie die Daten. Leider kann ich Ihnen die echte Maske nicht zeigen, da ich keine Demo-ID eines neuen Nutzers besitze und meine Daten alle schon hinterlegt sind. Nach dem Login landen Sie auf der Startseite von Moodle. Diese sehen wir uns dann gleich in einem separaten Video an. Vorher will ich noch schnell zeigen, wie man sich abmeldet. Sie klicken hier oben, sagen Logout. Und wie man sich erneut anmeldet, über die Bookmarks. Login und wir sind im System. Das war's für dieses Video. Als nächstes sehen wir uns in einem separaten Video dann die Startseite an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.